So, Felix Streng hat richtig überzeugt in Runde Nummer 1. 4.000 Euro, also die komplett mögliche Summe eingesammelt. Das will er hier sicher auch, so wie wir ihn kennengelernt haben. Ehrgeizig ist er. Hier ist Felix Streng. Jetzt kommen wir in den Bereich, wo wir darüber reden müssen, wen wir denn gleich mit zum Mount Midoriyama nehmen, zum Abschluss dieser Sendung, wo es auch noch mal richtig Kohle für die Kinder einzusammeln gibt. Wir sind bei unseren Finishern. Boah. Und guck mal an, ne? Ja, so geht das auch. Ey, wie schnell ist der bitte gerade da drüber? Ja, der Typ ist der Wahnsinn. Der könnte auch in der regulären Staffel richtig weit kommen. Ein Natural Born Ninja. Echt irre. Ein Top-Sportler, der Erste sein wird, der dieses Hindernis schafft. Da bin ich mir sicher. Mhm. Ja, und jetzt sieht man übrigens, der Abstand ist gar nicht groß, ja, von Stange zu Stange. Er ist da locker rübergeflogen. Aber ja, das liegt dann immer im Auge des Betrachters oder aber auch an der Bewegung des Sportlers. Ja, und jetzt kommen wir natürlich da zu einem Hindernis. Das ist für ihn, das muss man sagen, wahrscheinlich eine andere Nummer. Ne? Schwebende Tritte sind gar kein Problem. Jawohl! Boah, der ist schon gut, der Bursche. Da kriegen die anderen jetzt was vorgegeben. Und wir haben mal so ein bisschen die Uhr im Blick. 1 Minute 5 Sekunden haben wir auf der Uhr. Ja, der ist richtig gut drauf. Die Zugbrücke kommt jetzt. Ja, von der Charakteristik erklärt sich das gleich. So, ran da. Da ist jetzt Kletterkunst gefragt. Dann kippt die da. Dann rastet die irgendwann ein. Ja, macht er sehr gut. Jetzt muss er wieder zurück. Beziehungsweise rüber. So, jetzt ein Sprung. Da haben wir 2 Griffe. So kann er das halten. Da unten noch ein leichter Tritt. Kann er halten. Boah. Was ist das für ein Typ? Super, den sehen wir oben. Meinst du? Ja, ich glaube, der schafft den Kamin. Ich habe bei dem irgendwie gar keine Zweifel mehr. Wenn er jetzt noch den Kamin packt, dann wird er zum zweiten Mal am heutigen Abend den Buzzer drücken. Dann wird er nochmal 5.000 Euro draufpacken auf die 4, die er ohnehin schon eingesammelt hat. Und dann hat er durchaus gute Chancen, zum Mount Midoriyama zu gehen. Ja, guck mal, dann macht er die Technik natürlich so. Super, so, der Typ ist super. Der ist wirklich ganz, ganz großartig. Und eins müssen wir auch mal sagen, Weltklasse, dass es mittlerweile diese Prothesen gibt, die sowas möglich machen. Das ist ganz, ganz großer Sport von Felix. Ohne Wenn und Aber. Zum zweiten Mal den Buzzer und 9.000 Euro bisher heute Abend eingesammelt. Jawohl. Weltklasse. Fang du an. Hallo, ich bin YouTube. Hallo, ich bin... Wo sind wir denn noch zu? RTL Plus! RTL Plus gibt's uns auch! Ganze Folge, ganze Staffel! Ja, und Ausschnitte bei YouTube. Also hier klicken und da klicken. Also du bist YouTube und ich bin RTL Plus. Ja. Und das hier ist Ninja Warrior Germany. So sieht's aus.